Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem weiteren Teil von Let's Play Das Schwarze Auge Sternenschweif, Teil 2 der Nordland-Trilogie und an der Stelle auch nochmal ein freundliches Die 12 zum Gruße. Wir sind immer noch unterwegs in den Blutzinnen einer Ork-Festung, die offenbar auch dazu dienen soll, den Vormarsch der Orks weiter zu stärken. Und wir werden jetzt hier unten die Spinnenhöhle betreten. Das müssen wir machen, denn sonst kommen wir gar nicht groß... Hupsala, Moment mal. Warte mal, ich muss doch nach Süden. Denn sonst kommen wir hier gar nicht großartig weiter. Uns fehlt nämlich noch was. Uns fehlt, um genau zu sein, ein Schlüssel, damit wir weiterkommen. Und den werden wir nicht in der Latrine, nein, sondern in dieser Spinnenhöhle hier finden. Und deswegen laufen wir da jetzt schon mal hin. Ja, und zwar können wir hier lang. Und es ist also gar nicht, das ist also gar nicht so easy. Diese Höhle hier ist nicht ungefährlich. Hier ist der Boden mit Geröll übersät und ein seltsamer, scharfer Geruch liegt in der Luft. Ich rieche Höhlenspinnen, warnt euch Kailana. Das hat uns zu unserem Glück gerade noch gefehlt. Ja. Hier gibt es dann auch diese Netze, die kann man durchtrennen. Erstmal hier. Am Boden könnt ihr einen Haufen Unrat erkennen, in dem sich offensichtlich etwas bewegt. Wollt ihr es näher untersuchen? Ja. Ihr schiebt den Müll ein wenig zur Seite und erkennt, dass es sich um fette, fingerlange, graue Maden handelt. In diesem Moment hört ihr einen Schaben hinter euch. Oh, ein großer Schröter. Es sind sogar zwei. Dann handelt es sich wohl um das große Schrötergelege. Aber gefunden haben wir jetzt hier nichts, ne? Naja, okay. Vor euch öffnet sich eine große natürliche Höhle. Ein beißender Gestank dringt in eure Nase. Ich speichere mal schnell. Ja. Bevor ich mir das Ding hier genauer angucke. Okay, also das da machen wir automatisch. In einen großen Haufen Unrat. In einen großen Haufen Unrat. Komma. Wimmeln etwa ein Dutzend fingerlange, Komma, graue Maden herum. In einem großen Haufen Unrat. Okay. Wollt ihr den Haufen dadurch suchen? Ja. Stochert ein wenig in dem Haufen herum, könnt aber nichts von Interesse entdecken. Ja, dann stochern wir nochmal. Angeblich findet man hier was. Man muss nur mehrmals suchen. Aha, zu eurer großen Überraschung findet ihr beim Herumstochern einen Dolch. Tatsache. Achso, wem geben wir denn dieses Spiegelamulett hier eigentlich? Ich gebe es nur Kodlim. Ich weiß nicht, ob wir es brauchen und wann wir es brauchen. Na, mal gucken, vielleicht finden wir noch irgendwas. Also angeblich findet man hier noch mehrere Sachen. Oh. Naja. Wollen wir es mal? Ja, na, so zwei, dreimal. Okay, gut, vergiss es. Ich kann auch nicht sagen, ob der Dolch hier irgendwas Besonderes ist. Aber ich glaube, selbst wenn er besonders wäre, wir brauchen eigentlich keine Dolche mehr. Nochmal große Schröter, ne? Dreieinhalb Schritt Höhe entdeckt ihr eine Öffnung in der Decke. Wollt ihr genauer nachsehen? Jenseits der Öffnung scheint sich ein schmaler Schacht nach oben zu winden. Aha. Kann ich da hochklettern?
Mit Mühe zwängt ihr euch durch den engen Schacht und nach einiger Zeit kommt ihr, höllisch verschmutzt und stinkend zwar, in einem anderen Raum heraus. Irgendwie werdet ihr das Gefühl nicht los, dass ihr eben durch eine Kloake geklettert seid. What? Und wo komme ich raus? Aha, okay, gut, alles klar. Ich werde es nochmal gerade laden. Ja. Macht das ja nicht oft, aber also zumindest nicht bei DSA. Nochmal ein paar große Schröte. Ja klar. Nochmal so einen Haufen Schröterlarven. So, gerade hier, komm, Kuglim hat noch recht hohe Sinnenschärfe. Stell dir mal an Platz 2. Aha, noch ein Dolch. Ich werf den Dolch da mal weg. Wer hat denn da jetzt einen Dolch gefunden, hä? Na egal. Ich weiß aber noch nicht, was es mit diesem Edelstein auf sich hat. Das hätte ich mir auch nochmal angucken können. Muss ich vielleicht auch nochmal machen. Okay, dann können wir... Dann können wir hier jetzt mal nach Süden dann wieder weiter. Und dann so langsam... Ups, ich glaube hier ging es lang. Und dann können wir mal langsam... hier die Netze, das erste Netz zertrennen. Mit mächtigen Hieben zerteilt ihr die klebrigen, nahezu fingerdicken Fäden des Netzes. Werk. Aber ich habe ja auch schon andere ekelhafte Sachen heute gemacht. Also von daher, also mit der Gruppe, jetzt ich selbst noch nicht so weit. Ja, wenigstens die Musik muntert mich auf. Oh, wir werden angegriffen. Höhlenspinnen. Aha. Steht meine Gruppe mal wieder so da, dass sie sich nicht gescheit bewegen kann. Lauf mal da nach hinten hin. Ich denke mal, Turas wird sich auf diese Spinne dort stürzen. Ja, lauf halt mal hier hoch. Und er wird nicht treffen. Oh, die Spinne begeht einen Attackepatzer. Und da hat es die erste Spinne schon zerlegt, ja. Ja, also bitte nach Möglichkeiten jetzt immer diese Spinnenattacken parieren, weil ihr wollt euch ja nicht vergiften lassen, ne? Streitwart hat auch so wenig Bewegungspunkte. Woran liegt das? Achso, der, ja, der ist ja auch mittlerweile so zu meiner Müllhalde geworden. Der trägt ja alles irgendwie mit sich rum. Haben wir sie schon gepackt? Ist sie schon platt? Also die da lebt jedenfalls noch. Ja, da haben wir doch bisher ganz gut ausgeteilt. Und das war's.
So, dann haben wir auch unseren ersten Kampf gegen Höhlenspinnen in Sternschweif erfolgreich absolviert. Aha. Hier gibt es zwei Netze. Ich weiß dummerweise nicht mehr, wo wir zuerst lang müssen. Wir gehen mal oben lang. Ja. Oh ja. Zadine sieht scheiße aus. Ist jetzt krank oder vergiftet? Talentwerte. Kailana ist die Krankheitenheilerin, ne? Ja. Okay, dann pausieren wir mal ganz kurz. Kailana, Krankheit heilen, Zadine. Letzter Heilversuch liegt noch nicht lang genug zurück. Ja, sensationell. So muss es sein. Naja. Dann müssen wir halt jetzt hier krank rumrennen. So. Ich meine, gut, ist sie getroffen worden? Von irgendwas? Ich weiß es nicht. Ich glaube, sie hat bestimmt auch wieder Schlachtfeldfieber oder sowas. Die sieht echt scheiße aus, Zadine, du Ärmste. Gucken wir, dass wir dich bald wieder hinkriegen. Hier ist nicht viel los, hier in der Ecke. Ansonsten gut, ich meine, also wenn ich jetzt auch wieder überlege, wir hätten das hier ohne unsere Ausrüstung machen müssen, nachdem wir hier von den Orks gefangen genommen worden waren. Das wäre auch kein Spaß gewesen. Da wurde irgendwie noch einer von der Höhlenspinne erwischt. Was, Turas? Turas ist eigentlich noch fit, ne? Gib ihm doch mal hier so ein Wirselkraut und gib das mal der Zadine. Die hat bestimmt Schlachtfeldfieber. Die hat ganz bestimmt Schlachtfeldfieber. Und den Goldschmuck, den schmeiß ich weg. Komm, Alter. Ich meine, es bringt zwar Geld, aber hey, weißt du, wir machen das... Wir machen es ja nicht fürs Geld. Wir machen es ja für den Ruhm. Für den ewigen, süßen Ruhm. Ach, den Orkschmuck haben wir vorhin gefunden. Das war gar kein Dolch. Was ist denn da so schwer? Die Kupferplatte ist es nicht... Strickkletter 70 Unzen. Kletterhaken 30 Unzen. 75 Unzen. Ja, weißt du was? Komm hier, Streitwart, zieh du mal ein paar neue Stiefel an. Dann sind wir nämlich mal... Ah ne, der Turas, der hat Stiefel. Warum hat der jetzt nur noch so wenig Bewegungspunkte? Dann schmeiß mal die Pike weg. Denn er sollte schon so 7 Bewegungspunkte sollte er haben, ne? Ja. Aber aus irgendeinem Grund jetzt weniger Bewegungspunkte. Ich kann mit der Kupferplatte kämpfen, ist auch verrückt, ne? Okay, wir schmeißen die Stiefel weg, ja. Das ist halt dann eigentlich doch wieder ein Grund, keinen Schuppenpanzer zu tragen, sondern irgendwie halt nur ein Kettenhemd oder so. Weil man einfach mehr Bewegungspunkte übrig behält und das ist halt hier bei dem Spiel ultra wichtig. Ich meine, das ist halt das komplette strategische Element bei den Kämpfen. Okay, gut, jetzt hier, die meisten Kämpfe waren einfach nicht so strategisch.
weil wir auch einfach schon so überlegen waren oder überlegen sind. Aber dafür haben wir auch hart gearbeitet und sind mehrfach gestorben. Ihr steht vor einem Nest aus Abfall, in dem Dutzende von kleinen Spinnen herumkommen. Wollt ihr das jetzt zerstören? Nein, noch nicht. Moment. Moment, Moment. Wir machen es gleich. Muss ich jetzt nochmal kämpfen? Was geht denn ab? So. Oh, Kailana ist auch krank. Dann gehen wir gerade zur Zadine. Ja, liegt auch noch nicht weit genug zurück, ne? Ach, das ist so schlimm. Okay, ich speichere das mal hier an der Stelle. So, jetzt müssen wir einen Trick anwenden. Wir können das tatsächlich, dieses Spinnengelege zerstören, ohne dass unsere Leute sterben. Dafür brauchen wir aber diese Fiolen. So, gib das mal Kurglim. Mit einer Grimasse wird Kurglim die übel riechende Flüssigkeit hinunter und schon bald bemerkt er ein wohliges Kribbeln im Bauch. So, dann gibt das andere noch Streitwart. Und dann gibt es noch der. Dann gibt es nur der Andrea. Mal die nicht magischen Helden heute, ja. So, Gruppe teilen. Andrea. Ne, Gruppe verbinden. Gruppe teilen. Kurglim, Streitwart, Andrea. So. Ja, und ihr habt jetzt die höchst ehrenvolle Aufgabe, dieses Spinnengelege zu vernichten. Ach ne, ist nicht dein Ernst, oder? So. Ja, wollen wir. Ihr benötigt geraume Zeit, aber schließlich habt ihr alle Spinnen zertrampelt und das Nest bis zur Unkenntlichkeit zerwühlt. Ob dies allerdings die beste Idee war, dessen seid ihr euch nicht mehr so sicher, denn schon hört ihr ein seltsam pfeifendes Geräusch hinter euch und fahrt herum. Die Königin entfernt es einem von euch. Mit mächtigen Schritten nähert sich euch die Höhlenspinnenkönigin und starrt euch eine Sekunde reglos durch ihre zahllosen Augen an. Bei Rondra entfährt es Streitwart. Das Teil ist ja riesig, entfährt es Kurglim. Und tatsächlich ist diese Spinne etwa 4 Schritt hoch und füllt den gesamten Gang aus, sodass an eine Flucht nicht zu denken ist. Dann plötzlich setzen sich ihre unzähligen Beine in Bewegung und sie bäumt sich vor euch auf, um anzugreifen. Obwohl die Spinne erfolgreich versucht, euch zu beißen und ihr Gift in eure Leiber zu pumpen, bleibt es dennoch erfolglos. Irgendetwas in euch schützt euch vor dem sonst todbringenden Gift der Spinnenkönigin. Durch diese Erkenntnis bestärkt greift ihr nun frontal an und es gelingt euch, nach einem kurzen, aber sehr erbitterten Kampf die Spinne zu töten. Warte mal kurz, bevor wir hier weiterlaufen. Bevor wir hier weiterlaufen, Kuklim, du musst ganz viele Einbeeren futtern. Kuklim sah auch ganz schön fies aus, eben mit den von Krankheit gezeichnet, ja. Fünfzig Lebenspunkte sind für den Zwerg noch nicht genug. 6, weiter. Er hat bisher erst ein einziges Mal 6 Lebenspunkte, glaube ich, davon gekriegt. Ja, meistens war es dann einer. Aber du kannst, glaube ich, alle futtern bis auf 2 oder 3. Okay, gut, das reicht. Haben wir hier einen Heiltrank? Ja, dann trink den nochmal. Es wäre natürlich für uns auch realistischer, hier mit mehreren Heiltränken rumzulaufen.
Einfach aus dem Grund, weil das Würselkraut hier irgendwann verderben dürfte. Es gibt später getrocknetes Würselkraut, was man findet. Also in einem Dungeon dann. Und das kann man dann, also da kann ich dann auch sagen, ja, das ist dann sehr realistisch. Da könnte man dann halt sagen, ja, das hält sich dann auch länger und das kann man dann auch länger benutzen. Ah, mir fällt übrigens gerade was ein. Moment mal gerade. Ja, da haben wir es. Ich habe das total übersehen. Ihr steht hier in einer kleinen Nische, die über und über mit seidigen Fäden versponnen ist. Das muss der Aufenthaltsort der Königin gewesen sein. Denn ihr könnt euch nicht daran erinnern, diese Nische vorher schon gesehen zu haben. Als ihr euch näher umseht, entdeckt ihr am Boden einige Juwelen und einen seltsamen Schlüssel. Sachen, die ihr sofort mitnehmt. Den Schlüssel kannst du, genau, Andrea mal gerade geben. Was ist das? Ein Pfeilschlüssel. Und diese Juwelen werden wahrscheinlich hier... Dies ist Goldschmuckstücke. Aha. Sollen dann wahrscheinlich dadurch simuliert werden. Okay. So, wir müssen hier nur nach Norden laufen, um uns wieder mit unserer Gruppe zu verbinden. Speichern an dieser Stelle. So, und man kann es also nur mit drei dieser Helden wirklich packen, ja. Ich weiß jetzt, habe jetzt nicht genau ausgerechnet, wie viele Erfahrungspunkte das gibt, ist vielleicht auch gar nicht so entscheidend. Aber haben wir eigentlich irgendwie... Der Turas ist Stufe 9, da fehlt nicht mehr viel bei Kurglim dann. Ah ne, Kurglim ist auch schon Stufe 9. Okay, also 3.700 oder was ungefähr. Ach du meine Fresse, ich hätte es mit Handor machen sollen. Der hat überhaupt kein... Schau es mal an, Handor hat gerade mal 3.100 Erfahrungspunkte. Ja, der hat ja echt nix auf dem Ei. Warte, ich hätte aber ganz gerne die Andrea wieder vorne. Ja, und jetzt können wir auch tatsächlich... nachher diese Tür öffnen, die wir zuvor nicht aufbekommen haben. So, wo geht's jetzt hier weiter? Hier unten. Hier werden wir wahrscheinlich noch ein paar Mal angegriffen. Aber ja gut, das müssen wir halt einfach, das müssen wir halt einfach so machen jetzt. Nee, bitte keine Magie. Ich meine, wir haben ja jetzt auch ein paar und 30 Parts mittlerweile schon auf dem Buckel hier. Und diese kleineren Kämpfe, die ziehen das Spiel einfach unglaublich in die Länge. Aber insgesamt natürlich sehr cool bei einem Computerspiel, wenn man halt auch ein bisschen daran zu spielen hat, ja, wenn es also nicht ganz so schnell geht. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Parts mein erstes Let's Play von der Schicksalsklinge hatte. Das waren bestimmt auch, das waren bestimmt 60 Parts oder so. Das ging schon recht lange. Sternenschweif wird auch noch ein paar Parts gehen. Also wir sind da noch nicht, wir sind da noch nicht fertig. Sadin und Kailana sind krank, ey, das kotzt mich so an. Okay, ich glaube, wir haben fast alles. Da ist noch eine Nische hinter dem Netz und dann sind wir hier unten auch fertig und können dann hochgehen und die Tür zur nächsten Ebene öffnen. Bitte keine Magie anwenden. Man sieht also hier sehr schön, wer am längsten für seine Höhlenspinne braucht. Es ist natürlich Handor, aber Turas... Das Doofe ist, ich kann Turas hier nicht steuern.
Das war jetzt ein bisschen buggy. Ich kann Turas ja nicht steuern. Und der hatte ein paar Probleme. Er war der Einzige, der gegen diese Spinne kämpfen konnte. Und er war jetzt da nicht so wirklich gut drin. Was ist denn damit auf sich? Hupsala. Oh, Moment, ich muss mal gerade gucken, ob meine Aufnahme noch läuft. Ne, okay, ist alles in Ordnung. Wir schauen uns mal das Skelett an. Ihr untersucht das Skelett genauer, doch es scheint nichts von Interesse zu geben, bis ihr hinter dem Netz etwas zu blitzen sehen scheint. Etwas blitzen zu sehen scheint. Oder bis ihr hinter dem Netz etwas blitzen zu sehen meint. Bis ihr hinter dem Netz etwas blitzen zu sehen scheint. Oder sowas. Naja, egal, komischer Satz, aber ich. Ich spreche kein guter Deutsches. Ja. Wollt ihr nachsehen, was da ist? Ja, klar. In einer Nische hinter dem Leichnam könnt ihr ein Schwert mit reich verziertem Griff finden, das dem Unglücklichen aber offensichtlich wenig genutzt hat. Oh. Okay. Dann lauf du mal hier hin, Handor. Ich werde das so machen jetzt. Ich bringe jetzt mal hier meine ganzen Leute in Stellung. Und werde also versuchen, den Kampf gegen die Höhlenspinnen hier nach Möglichkeit nur mit Handor, Streitwort und so weiter zu machen. Zadine, du Ärmste, du hilfst mal hier dem Handor. Gut, okay. Also kämpfen kann sie noch wie eine Löwin. Ja, dann mach mal hier Waffe wechseln. Bogen des Arterion. Gut, okay. Okay. Ja, wir brauchen auf jeden Fall, also für Kailana noch irgendwie eine halbwegs gescheite Rüstung. So, das war's mit der ersten Spinne. Turas hat sich selbst verletzt, nicht so geil. Na, also. Andrea kämpft hier auch richtig super. Aha. Okay. Oh, das läuft, das läuft. Da brauchen wir auch nur einige wenige Pfeile und dann ist das hier alles schon erledigt. Drei Höhlenspinnen sind es noch. Genau, Turas, hilf mal ein bisschen. Und dann schieß doch mal auf die hier. Oh, ho, ho, ho. 23 Schaden. Ah, der Kurglim ist einfach so. Oh, ist einfach. Oh, ich werde Kurglim-Fan. Ich werde nur echt zum Kurglim-Fan. Der richtet die Spinnen einfach auch so unglaublich schnell. Oh, da hat er jetzt aber. Da hat er schon besser gefochten. Okay, die eine Spinne ist schon tot. Dann warte mal gerade, wenn ich jetzt hier die angreifen will. Das ist nicht möglich. Okay, dann bleibt er stehen. Also von da, wo sie steht, ist es nicht möglich. Okay, ich glaube, die haben wir, ne? Gut, und dann war's das. So, wir hatten jetzt das Schwert mitgenommen. Der Kurglim hat's. Das Schwert ist ziemlich cool. Ich werde es ausnahmsweise mal gerade Turas geben. Das Schwert hat ein paar interessante Eigenschaften. Ich glaube, es reduziert den Schleichenwert um 1.
und zieht außerdem dem Träger einen Bewegungspunkt ab. Ja, Turas hat jetzt nur noch 4. Der hatte vorhin 5, jetzt hat er noch 4. Wir schmeißen die ganzen Waffen da mal gerade weg. Hier trinken wir noch so einen Heiltrank. So, jetzt gucken wir mal gerade. 15.00. Das hat das magische Schwert von Strahlwart. 15, Attacke, Bonus 2. Und hier 6, 11. 3, 1. Angriffsbonus von 3. Das ist auch pervers. Das ist auch echt pervers. Ja, das Coole an dem Schwert ist, Achtung. Fällt euch was? Nee, euch fällt nichts auf, ne? Mir auch nicht, ne. Ich dachte, Magier könnten das nehmen. Aber das, da scheine ich mich geirrt zu haben. Naja, okay, gut. Naja, egal. Es, also, Turas, nimm du das mal. Das ist in Ordnung. Das ist auch fein so. Ja, gut. Dann würde ich sagen, Andor, spendier uns doch mal ein Transversalis. Nee, warte mal, spendier uns mal noch kein Transversalis. Da habe ich mir was noch nicht genau angeguckt. Lass mal noch gucken. Ach, ich bin auch einfach so faul, ne? Ich mach dann lieber. Ah ja, okay, gut, da ist nichts. Ich mach dann lieber ein Transversalis, als hier selbst rumzulaufen. Aber das ist halt das Tolle, wenn man so gute Magier in der Gruppe dabei hat, ne? Okay. Hier müssen wir hin. Und das scheint ja geklappt zu haben, ne? Jawohl. Öffnen wir das Schloss. Und gehen wir zur nächsten Ebene. Und was dort auf uns wartet, das sehen wir im nächsten Part, Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche euch alles Gute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Die Zwölfe mit euch.